Premiere, ihr Lieben. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier auf unserem offiziellen YouTube-Channel. Dieses Mal aber aus dem wunderschönen Karlsruhe hier bei den Ungeheuer-Automobilen. Wir zeigen euch heute passend dazu etwas ganz Besonderes und zwar nicht ihn hier. Den kennen wir ja bereits schon. Das ist unser aktueller BMW M2 als Coupé. Wir werfen einen Blick hier drauf. Der aktuelle BMW M2 mit den offiziellen M-Performance Parts. Wir zeigen euch heute, wie ihr euren BMW M2 voll und ganz individualisieren könnt mittels M-Performance Parts. Dazu starten wir wie gewohnt mit dem Frontdesign. Ja, das sieht natürlich ohnehin schon ab Werk bahnbrechend aus. Nichtsdestotrotz gibt es hier Mittel zur Optimierung. Einmal links wie rechts angebracht, unsere Carbonblenden für den Bremslufteinlass. Was mir hier sehr, sehr gut gefällt, dass wir auch eine Strebe quer mit verbaut haben. Das verleiht eurem BMW den noch aggressiveren Look. Etwas weiter unten angebracht, da finden wir unsere optional erhältlichen M-Performance Frontsplitter-Einsätze vor. Einmal für den mittleren Bereich und auch hier wieder links und rechts mit den sogenannten Seitenschwertern. Die ziehen sich auch wunderbar an der Karosserie hoch und ich finde, ja, das kann man durchaus machen. Was ist denn eure Meinung dazu? Kommentiert's doch gerne mal unten im Kästchen. Auch bei der Seitenansicht bleiben selbstverständlich keine Wünsche mehr offen. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, alles voll und ganz zu individualisieren. Daher haben wir euch einmal die Zierblenden angebracht am vorderen Kotflügelbereich. Das Ganze zieht sich dreiflutig mit nach hinten, gibt dem Fahrzeug doch mal eine ganz, ganz besondere Optik. Und fast identisch finden wir das hier an der Heckstoßstange vor. Und was ich sehr genial gemacht finde, das zieht sich aus der Karosserie richtig schön heraus. Und wenn ich dann ja, etwas weiter weggehe und mir den M2 so anschaue, sieht er noch brachialer aus. Kommt gerne mal vorbei und schaut es euch persönlich an. Habt ihr schon gesehen? Auch hier noch optional erhältlich aus dem Hause M-Performance unseren Schwelleraufsatz. Der befindet sich dann hier im hinteren Bereich. Und auch das darf nicht fehlen. Es ist ein polarisierendes Fahrzeug, dementsprechend fallen dann auch hier die Maße sehr, sehr aggressiv aus. Ihr habt noch nicht genug von Carbon, auch hier bietet das Hause M-Performance Abhilfe. Ihr dürft euch auch hier exklusiv auf den optionalen Carbon-Heckspoiler freuen. Sieht einfach wunderbar aus und gibt dem Fahrzeug nochmals eine ganz einzigartige Silhouette. Auch sehr, sehr schön, habe ich bis dato so noch nie gesehen. Den gibt es mittlerweile auch, den optionalen Dachkantenspoiler in schwarz lackiert. Ich finde, das harmonisiert wunderbar zum optionalen Carbondach ab Werk des BMW M2. Abschließend haben wir für euch noch zwei bis drei weitere kleine Highlights vorbereitet. Einmal bitte hier hinschauen, ebenfalls erhältlich, optional aus dem Hause M-Performance, unseren Carbon-Heckdiffusor. Und Leute, ich sag's euch, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt zusätzlich dazu auch noch die sogenannten Stoßstangeneinlässe, ebenfalls in Carbonoptik, dreiflutig, also das Ganze gibt wirklich ein stimmiges Gesamtbild. Und das absolut Geniale daran, es geht noch weiter hier unten hin. Der ganze Einsatz zieht sich bis fast hier runter zum Hinterreifen. Und es sieht einfach unfassbar einzigartig aus. Also wer da nicht hinterher schaut, da weiß ich auch nicht weiter. Und ich würde sagen, damit würde ich auch schon den Abschluss treffen. Es hat mich sehr gefreut, euch die heutigen M-Performance Parts vorstellen zu dürfen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, ruft uns an oder kommt vorbei. Wir helfen euch liebend gerne weiter.